Es gibt wirklich viele Geistervideos im Internet. Ich habe mir einige angeguckt und zeige euch nun welche, von denen ich denke, dass sie echt sein können und oder gut gefaked wurden. Nummer 1. Beim ersten Video sieht man, dass irgendetwas in einer Schule sein Unwesen treibt. Nummer 2. Bei diesem Video sind zwei Personen zu sehen, wie sie mit einem Aufzug zu einem Stockwerk fahren. Seht euch selbst an, was nun passiert. Nummer 3. Beim dritten Video sieht man, wie ein Mitarbeiter des Hotels ein Zimmer betritt. Es gab Beschwerden, dass jemand in diesem Zimmer schreit und Krach macht. Als der Mitarbeiter reingegangen ist und das Zimmer durchsucht hat, berichtete er, dass Möbel umgeschmissen und der Teppich kaputt geschnitten wurde. Von einer Person war jedoch keine Spur. Das macht aber gegen Ende nicht den Anschein. Nummer 4. Hier ist scheinbar ein Geist zu sehen. Die Frage, die mir dabei aber im Kopf stecken bleibt, ist, wer denn der Geist ist? Die Person, die da steht oder die, die geht? Nummer 5. Beim letzten Video soll schwer erkennbar ein Geist zu sehen sein. Es bewegt sich langsam durch den Eingang. Ein Mann, der dieses etwas auch scheinlich bemerkt hat, guckt sich währenddessen um. Es macht den Anschein, dass er wohl gerade nach dem Geist sucht. Das war's mit diesem Video. Glaubt ihr, dass die Videos echt sind? Oder denkt ihr, dass es gut gemachte Fakes sind? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.